Wer kennt es nicht, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der nach Jahren heimkehrt zu seinem Vater? Und dieser vergisst alle Unstimmigkeiten, vergisst den Kummer, den ihm der Sohn bereitet hat. Entschuldigung. Guten Tag. Ich suche die Trauerfeier von Maximilian Haller. Professor Haller? Der wird ja nicht begraben. Wie bitte? Keine Leiche, kein Begräbnis. Was soll denn das heißen? Auf den See rausgefahren. Nie wiedergekommen. Fahren Sie mal zum See. Danke. Professor Maximilian Haller ist gegangen, ohne sich von seinem Sohn verabschieden zu können. Du kommst spät, mein Sohn. So nehmen wir den Abschied von einem großen. Haller? Schwester Ingrid, das ist gerade ein ganz ungünstiger Augenblick. Ja, ich melde mich später. Wieder. Wieder. Abschied. Von einem Freund der Menschheit, der die Hilfe für seine Mitmenschen zu seinem Lebensinhalt gemacht hat und für immer in unseren Herzen weiterlebt. Wann kann ich zu Ihnen kommen? Zu mir, weswegen? Ja, zur Behandlung. Sie werden seine Arbeit doch fortführen. Sie sind Arzt. Da bin ich von allen guten Geistern verlassen. Aber wer soll sich denn jetzt um meinen kleinen Hagen kümmern? Die Behandlung hatte doch gerade erst begonnen. Es wird in dieser Stadt doch noch irgendeinen Arzt geben, oder? Aber keinen wie Ihren Vater. Mein Beileid. Danke, danke schön. Mein herzliches Beileid. Danke. Es ist mir sehr peinlich. Sie brauchen was Trockenes. Ein Martini. Ah ja, Sie verbergen Ihren Kummer hinter Sarkasmus. Ich hab nichts zu verbergen. Stella, bitte. Du schaust, du wirst dich erkälten. Danke. War ein wunderbarer Mensch, Ihr Vater. Dankeschön. Danke, danke. Und Nullian, ne? Dankeschön. Und was wird aus meinem Termin? Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Peter, entschuldige. Danke. Wir sehen uns später, ja? Beileid. Danke. Herzliches Beileid. Es tut mir sehr leid.
Mach mal Platz. Ich weiß ja nicht, warum ich diese Farce überhaupt mitmache. Ich hasse Lügen und ich hasse Treppensteigen. Das ist mit Abstand die blödeste Idee, die du jemals gehabt hast. Wenzel, es gibt keinen anderen Weg. Es ist meine einzige Chance. Wie traurig war er denn? Naja, konnte es nicht so richtig zeigen, verstehst du? Es wird nicht leicht werden, mein Freund. Aber mit deiner Hilfe. Mhm. Ich brauche einen Cognac zum Runterspülen. Vielleicht geht es nicht ganz so schnell, wie wir uns das gedacht haben. Wenzel, es muss so schnell gehen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Hallo. Da bist du ja endlich. Oh. Ach, schön, dich endlich mal wieder zu drücken. Du musst aus den nassen Sachen raus. Ja. Du bist dünn geworden. Dir auch ein herzliches Hallo. Nee, trotzdem. Na, bist du froh, dass du für den Alten nicht mehr kochen musst? Ach. Und endlich wieder nackt staubsaugen kannst? Oh, Peter, bitte. Sag mal, ist das dein ganzes Gepäck? Ja, für eine Nacht reicht's doch. Sag mal, gibt's eigentlich Einstein noch? Nee, den Papagei gibt's schon lange nicht mehr. So, jetzt muss ich aber umziehen, sonst erkältest du ihn. Ja. Jetzt bist du zu Hause. Das Tier. Muss das hier sein? Wenzel, du siehst aus, als gingst du zu einer Beerdigung. Sehr witzig. Hast du das Testament? Dann geh rüber. Und lass dir nichts anmerken. Testament. Ich, Professor Maximilian Haller, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Das ist ja mal ganz was Neues. Entschuldigung. Vermache hiermit meinen gesamten Besitz meinem geliebten Sohn Dr. Peter Haller in der Hoffnung, dass er mein Lebenswerk fortsetzen und die Praxis weiterführen wird. Ich glaube, mir wird schlecht. Da muss ja ein Haken dran sein. Diesmal ist er nicht das letzte Wort, diesmal nicht. Peter, den letzten Wunsch eines Toten muss man respektieren. Der Tote kann froh sein, dass ich überhaupt hergekommen bin. Morgen früh werde ich alles Notwendige für den Verkauf in die Wege leiten. Tut mir leid, Clara. Peter! Warte! Du kannst doch jetzt nicht einfach wegfahren. Schau, wir haben uns doch so lange nicht gesehen. Du schreibst nicht, rufst nie an. Ich weiß doch gar nicht, wie es dir geht. Schlecht. Mach's gut.
Ich habe doch extra ein altes Zimmer hergerichtet. Ja, das ist lieb von dir. Aber wie ich meinen Vater kenne, spukt er wahrscheinlich heute Nacht hier rum. Außerdem eins sage ich dir, ich bin heilfroh, dass ich diesem Menschen nie mehr wieder begegnen muss. Nie wieder. Peter. Entschuldigung, tut mir leid. Tu mir das nicht an, bitte. Ich habe doch alles so schön vorbereitet. Nur eine Nacht. Und dann plaudern wir, wie in alten Zeiten. Ich habe auch dein Lieblingsessen gekocht. Falschen Hasen. Und Wackelpeter. Komm, komm. Also gut, aber nur für eine Nacht. Und wehe, es spukt hier tatsächlich. Himmels! Max! Krieg einen Anfall! Wenzel. Wer war dieser Mensch? Peter. Dein Sohn. Erinnerst du dich nicht? Das war nicht mein Sohn. Mein Sohn hasst mich nicht so. Flavio, Giulio! Ihr müsst längst ins Bett. Flavio, Giulio, basta! Venite qui, basta! Komm, los! Was hat euch gesagt? Die Kinder brauchen dringend eine feste Hand. Was kann dir Besseres passieren als dieser Mann? Giuseppe ist gut aussehend, charmant, wohlhabend und geschäftstüchtig. Ich weiß nicht. Aua! Er hat wahnsinnige Ideen. Die Pizzeria könnte einen solchen Mann brauchen. Er will aus dem Restaurante ein Drive-In machen. Giuseppes Turbo-Restaurante. Ganz toll. Ihr wart schon immer füreinander bestimmt. Von wem? Von oben, von ganz oben, Dio mio. Was für ein Tag. Also wenn ich dran denke, dass du mal wirklich stirbst, das mache ich nicht noch mal. Du musst das Testament verändern. Wie bitte? Also so langsam zweifle ich an deinem Verstand. Moment! Ich bin schließlich nicht der Erste, der ein neues Testament in Auftrag gibt. Aber der erste Tote! Die Sache ist gelaufen, morgen fährt er wieder weg. Das müssen wir verhindern. Auf 511 einen neuen Katheter und setzen Sie die Dosis runter. Hat sich Professor Richter schon gemeldet? Vertagt, wieso? Also wenn der Riemer die Position bekommt, dann erschieße ich mich. Nein, Schwester Inge, das war ein Witz. Ja. Okay, bis morgen. Herr Doktor? Hallo. Meine Mutter möchte ihren Anzug reinigen lassen und sie wollte unbedingt, dass ich Ihnen einen Ersatz vorbeibringe. Er gehörte meinem Mann, vielleicht passt er ja. Es tut mir leid. Nein, es geht ihm gut. Nehme ich an. Die Zigaretten, die er vor 3 Jahren holen wollte, hat er bestimmt inzwischen gefunden. Ihr Mann war Kapitän der Basketballmannschaft oder Meister Propper. Hm? Alles okay? Ja, alles in Ordnung. Also ich kenne einen Spezialisten, wenn Sie... Nein, ich bin schon bei allen gewesen. Keiner konnte mir helfen. Außer Ihrem Vater. Oh, ich vergaß. Der große Professor Haller, der Gott in Weiß. Sie verstehen nicht. Doch, ich weiß, dass die Menschen an ihn geglaubt haben, wie an den Heiland persönlich. Er war ein weiser Mann. Er war ein überheblicher, selbstverliebter, starkköpfiger Schwätzer. Da haben Sie ja was von ihm geerbt. Schönen Abend.
Schlaf schön, mein Junge. Morgen sieht die Welt anders aus. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Herr Doktor. Ja, und Sie schicken dann die Rechnung an meine Adresse. Genau. Ja. Okay. Dankeschön. Wiederhören. Habt ihr was zu essen eingepackt? Danke. Ich habe die Möbelpacker für Ende der Woche bestellt. Willst du mich nicht überreden zu bleiben? Reisende soll man nicht aufhalten. Genau. Ja. Mach's gut, mein Junge. Meld dich. Herr Doktor, ich wollte mit Ihnen immer schon mal sprechen, weil ich habe so ein Zucken im Knie und es setzt sich vor bis in die Wade. Wird das noch lange dauern? Ich muss mich um meine Boutique kümmern. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ich auch nicht. Aber wer soll sich dann jetzt um uns kümmern? Ja, dann schauen Sie doch einfach mal in die gelben Seiten. Aber wir wollen zu Ihnen. Ja, aber Sie kennen mich doch gar nicht. Immerhin sind Sie ein Haller. Wiedersehen, Herr. Wenzel, du weißt Bescheid. Ja, ja, gute Reise. Bin da raus, da. Raus! Los. Oder Wagen. Ohne Mütze. Das darf doch nicht wahr sein. Das Auto springt nicht an. Das ist ein Zeichen. Schöner Wagen. Ich weiß. Wie lange? Zündung ist hin, muss ich bestellen. Ja, wie lange? Ein paar Tage, kann ich nicht sagen. Mir können Sie ruhig sagen, ich bin Arzt. Bis Ende der Woche ist er fertig. Bis Ende der Woche? Ja, ich meine, muss. Bis Ende der Woche. Bis Ende der Woche. Ja, also. Alles gut so? Perfekt. Was macht die Schulter? Tut mir wieder weh, Herr Professor. Können Sie mir nicht was verschreiben? Sehen Sie mich an. Augen auf. Schwiegermutter wieder zu Besuch? Ja. Wieso? Sie brauchen kein Rezept. Heute Abend nehmen Sie Ihren Jungen und gehen mit ihm auf den Sportplatz. Mindestens 2 Stunden. Danach packen Sie Mutters Koffer. Danach geht's mir wieder besser? Versprochen. Hallo. Hallo.
anziehen, oder was? So früh am Morgen schon lustig. Das mag ich an Frauen. Die Trinken haben Sie auch mitgebracht, wie praktisch. Bringen Sie mir irgendwas. Was denn genau? Das ist völlig egal. Ist Ihnen eigentlich alles egal, außer Ihrem Telefon? Und meinem Wagen. Wissen Sie was? Bringen Sie mir ein Frühstück, ein Tee und ein Glas Wasser. Mhm, sehr gern. Antonia! Buongiorno. Liebst du mich? Ja, mein Goldstück. Oh. Oh. Grazie. Oh, warst du dann? Stella, amore mio. Giuseppe, das ist doch kein Arbeitsanzug. Rechnung bitte. Kopfschmerzen chronisch. Aha, und das hilft? Wenn ich Glück habe. Aber heute wahrscheinlich nicht. Ist es Ihr Verlobter? Ja. Kann man ja gratulieren. Danke. 8,70 bitte. Ja. Ich würde Sie gern mal untersuchen. Wie bitte? Wegen Ihrer Anfälle. Ja, ich muss arbeiten. Ach, Entschuldigung, die Rechnung war falsch. Deine Lieblingsblume. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was ich tun soll. Unser Sohn. Wie soll ich bloß einen Weg zu ihm finden? Nicht einmal mein Tod hat ihn bewegt. Da wird sie sich aber freuen. Wie bitte? Dass wieder jemand vorbeikommt, wo der Professor tot ist. Er ist jeden Tag hergekommen, bei Regen und Schnee. Und immer mit gelben Rosen. Genau wie Sie. Die sind aber nicht von mir. Sehen Sie, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Würden? Ich kann nicht um meinen Vater trauern. Ich
weiß, dass ich es müsste, egal was vorgefallen ist, aber das geht einfach nicht. Du kannst ihm nicht verzeihen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn er noch leben würde, dann... Wenn man in Ruhe miteinander sprechen könnte, aber das konnten wir sowieso nicht. Ich weiß, dass er dich sehr geliebt hat. Vielleicht. Was soll ich denn jetzt machen? Denk nicht so viel nach. Verlass dich ganz auf dein Gefühl. Ja, vielen Dank. Ich versuch's. Danke. Nicht zu danken. Mein Sohn. Herr Hanna? Wiedersehen, Herr Hochwürden. Und nochmal vielen Dank für den Rat. Was habe ich dir gesagt? Stella, was ist denn? Ach, nichts. Das hat doch wohl nichts mit dem neuen Dottore zu tun, oder? Nein. Ich sage dir eins, halte deine Hände fern von der heißen Herdplatte. Sie wird dich wärmen. Aber wenn du nicht aufpasst, tut es höllisch weh. Ich habe nicht mal vor, meine Hände irgendwo hinzuhalten. Allora, ich habe dich gewarnt. Ach, Mama. Deine Tante Sophia hat auch sowas getan, kurz bevor man sie abgeholt hat. Buongiorno. Ciao, bello. Ciao, mammona. Mhm. Ich muss arbeiten, mein Schatz. Ja, dann heiratest du mich und willst du nicht mehr arbeiten. Hier riecht so gut. Ah, ich sage doch. Nur meine schöne Frau kann so gut kochen. Buonissimo. Zweites Testament. Ja? Ja, das kann schon mal vorkommen. Also, schau dir meine Unordnung an. Wenzel, wir kennen uns jetzt seit wann? Seit meiner zweiten Geburtstagsfeier. Ja, da hast du zu viel von der Torte gegessen und dich in meine Aktentasche übergeben. Ja, es tut mir leid, das kommt nie wieder vor. Das hoffe ich doch. Ferner ordne ich an, dass mein Haus im Familienbesitz zu verbleiben hat und auf keinen Fall veräußert werden darf. Zur Erpressung. Peter, komm. Jetzt mach mal einen Punkt. Es ist immerhin dein Elternhaus. Was ist mit all den ganzen Erinnerungen? Auf die kann ich verzichten. Dein Vater wollte nur das Beste für dich. Aber... das ist dir scheinbar alles gleichgültig. Also gut. Was mich betrifft, gehören Clara und du zur Familie. Ihr könnt das Haus behalten, es gehört euch. Darum geht's überhaupt nicht. Ich nehme den Abendzug nach Hause. Wiedersehen. Hilfe. Thank you.
Peter? Was ist denn hier los? Meine Dame. Max. Darf ich bitten? Oh Max, was soll denn das? Hör doch auf und mach den stinkenden Stumpen aus. War ein Herzanfall nicht genug? Clara? Ich werde es ihm sagen. Was willst du wem sagen? Ich glaube, er will mir verzeihen. Verzeihen? Er wird dir einen Tritt in den Hintern geben. Peter? Oh Gott, doch das noch. Komm, raus. Schnell, schnell raus. Nein, schaffen wir nicht mehr. Rein, rein, komm, komm, komm. Na komm! Gott, du alter Esel. Ich gehe nicht in den Schrank, das ist mein Haus. Und dein Unglück, wenn du nicht sofort verschwindest. So. Nur unter Protest! Peter. Mach dir keine Hoffnung, Clara. Wir müssen uns beeilen, ich habe um 15 Uhr eine Patientin. Eine Patientin? Ja. Wer, wen denn? Stella Gandolfi. Wen? Stella Gandolfi. Ach so. Sie ist krank, wie du weißt. Ja, ja, das weiß ich ja. Ja. Aber hast du geraucht? Ach ja, weißt du, hin und wieder gönne ich mir mal so eine richtig gute Zigarre. So, weißt du, dieser ganze Kram hier, diese Kräuter, Steine, Pflanzen, so kann man doch keine Arztpraxis führen. Wo sind eigentlich die Akten, die Patientenakten? Sind die da drin? Nein, nein, da nicht. Das ist nur altes Gerümpel und nicht mehr zu gebrauchen. Die Akten sind in der Bibliothek. Ist da dein Liebhaber drin? Ja. Ich bin ein Herzanfall. Ja, später, später. Hast du gehört? Er hat einen Patient. Max, er kann gleich wieder da sein. Nun geh schon. Und tschüss. Was darf es sein? Wir nehmen Gnocchi al Pomodoro, ja? Ach bitte, wie spät ist es? 15. Stella, wo willst du denn jetzt hin? Ich hole den Anzug vom Doktor aus der Reinigung. Du wirst noch in der Hölle landen, mein Täubchen. Wieso, weil ich in die Reinigung gehe? Weil du deine alte Mama anlügst. Denk dran, wenn du am Sonntag zur Beichte gehst. Ich habe mich 5 Jahre auf der Inneren demütigen lassen. Kommt so ein schnöseliger Oberarzt, will mir den Posten wegschnappen. Das kann er vergessen. Ja. Okay, wenn du was Neues hörst, dann ruft mich an. Ihnen auch, danke. Worum ging's denn? Ach, ich war seit Wochen auf die Klinikleitung, dass sie einen neuen Chefarzt ernennt. Und jetzt kommt so ein Internist von außerhalb, der den Job auch haben will. Aber da mache ich nicht mit, ohne mich. Ihr seid euch so ähnlich. Meinst du das? Oh, nichts. Peter! Was? Das Reh! Welches Reh? Da oben, das Reh! Das sagte. Danke, Clara. Führst du Frau Gandolfi bitte herein, wenn sie kommt? Ja, das mache ich doch gern. Danke. Und hör auf, so zu grinsen. Thank you.
Max, siehst du fern? Was gibt's denn im Programm? Glaubst du, dass du deinen Sohn so besser kennenlernst? Die Patientin ist Stella. Es liegt was in der Luft. Pizzaduft. Wo sind denn die ganzen Kräuter hin? Die ganzen Kräuter? Auf dem Kompost. Ja, dann machen Sie sich bitte mal frei. Ist es wirklich nötig? Ja, wenn es nicht nötig wäre, würde ich es nicht sagen. Ich bin Arzt. Und ich bin katholisch. Ja, was passiert denn jetzt? Stella zieht sich aus. Maximilian, wirklich. Auch Tote haben Bedürfnisse. Darf ich auch mal? Wenzel. Ist ja nix. Dann höre ich Sie doch ab. Wenn Sie jetzt mal bitte ganz tief einatmen, Luft anhalten. Und aus. Können Sie vielleicht die Kette abnehmen? So, nochmal tief einatmen, Luft halten. Sehr schön. Dann möchte ich noch ein paar Simulationsexperimente durchführen. Sie glauben, ich simuliere? Nein, nein, ich will nur Ihre Reaktion testen. Vielleicht ist da bei Ihnen ein wichtiges Detail übersehen worden. Ihr Vater hat gesagt, mein inneres Gleichgewicht ist gestört und das alles mit allem zusammenhängt. Den Satz kenne ich. Aber dieser ganzheitliche Kram hat meine Mutter trotzdem nicht am Leben gehalten. Was meinen Sie? Er hat sie zu Hause einfach sterben lassen. Krebs. Vielleicht konnte er das nicht verhindern. Aber er hat vielen anderen Menschen geholfen. Ah ja, wem denn? Wissen Sie was? Ich habe immer in ständiger Angst gelebt. Autofahren, Treppensteigen, Schwimmen, alles ganz normale Dinge für sie, aber nicht für mich. Ich hatte immer Angst, ich falle um und wache nie wieder auf. Diese Angst hat ihr Vater mir genommen. Aber geheilt hat er sie auch nicht. Genauso wenig wie ihr Simulationsgerät. Was mit ihrer Mutter passiert ist, tut mir leid. Aber was mich betrifft, ich wünschte, ihr Vater wäre noch am Leben. Und jetzt? Was ist denn? Peter hat meine Büste. Was ist denn? Er beschäftigt sich mit mir. Du wirkst auf einmal so niedergeschmettert. Allora, sta cosa stava a capire. I cosi si fanno con scappellamento a sinistra. Vieni qua, tu fai vedere. È certo che te lo dico. E quante volte lo devo dire? Per esempio. E mica, fai sti mattonelle, pulizie. Allora, per esempio, sta porta, se metti di mattone, ci faccio un esempio, se non metti con lo scappellamento a sinistra non può venire mai. Bella! Scusate, finite tutto voi, sto arrivando in due minuti. Hey, stimmt was nicht? Giuseppe, du liebst mich doch wirklich, oder? Was für eine Frage. Stella, du bist mein Sonnenschein, du bist... Moment mal, sag nicht. Oh Gott, deine Mama ist gestorben. Mein Herz, Stella, mein Herz, oh Mann, ich krieg eine... Giuseppe, Mama, geht's gut. Ah, gut. Ich weiß nicht, ich bin einfach... Sag mir, was kann ich tun? Ragazzi, meine Frau ist traurig. Was können wir machen, damit sie wieder lacht? Cantiamo una canzone. Giuseppe, vieni su. Giuseppe, nein.
La tua vicinanza riscalda il mio cuore. È così perché mi sono innamorato di te. Voglio con te godere della luna, delle belle cose della vita. E con te godere delle stelle e fare tutte le belle cose della vita. Hallo, hier ist der Anschluss von Antonia und Stella Gandolfi. Wir sind zurzeit nicht da, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Pieps. Hier ist Peter Haller. Ich habe Ihnen einen Termin beim Spezialisten organisiert. Alles Weitere kann Ihnen Clara sagen. Ja, ich fahre mit dem nächsten Zug nach Hause. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Leben Sie wohl. Wiederhören. Hallo? Haller? Na, Schwester Ingrid. Ja, ja. Ja, ich verstehe, da kann man nichts machen. Wie geht's Schröder? Ja, dann geben Sie ihm doch mal 500 Milliliter. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Nein, da fragen Sie doch den neuen Chefarzt. Ja. So schnell geben Sie auf. Tja, ganz wie mein Vater. Sie müssen ihn wirklich hassen. Ich habe mit ansehen müssen, wie meine Mutter stirbt. Mein Vater war mit ihrer Behandlung gescheitert. Aber er war so eitel, dass er sich das nicht mal eingestehen konnte. Vielleicht wollte Ihre Mutter bei ihrer Familie bleiben. In so einer Situation, da hört man nicht auf Patienten, man behandelt sie. Schöne Kette. Ich bringe Ihnen Glück. Glauben Sie, Sie können mich heilen? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Sie überhaupt geheilt werden wollen. Aua! Sie bemitleiden sich selbst und für die anderen empfinden Sie nichts. Sie sind einfach total bescheuert. Ach ja? Ja. Das Herz. Mhm. Aber es schlägt ja noch. Was wirst du jetzt tun? Jetzt werde ich erstmal deine Dame schlagen. Ja, nein, ich meine wegen Peter. Weißt du, ich dachte, ich würde ihn kennen, aber. Maximilian! Peter!
Er ist verschwunden. Was heißt das? Ja, bist du taub? Er ist weg, verschwunden. Mit all seinen Sachen. Er hat uns verlassen. Wir haben verloren. Ja. Ja, dann können wir endlich mit dieser Maskerade aufhören. Ich hätte es auch nicht länger durchgehalten. Ich habe ja gleich gesagt, dass dieser blöde Plan nicht funktioniert. Nichts ist im Ganzen, was nicht in den Teilen, und nichts in den Teilen, was nicht ist im Ganzen. Steht bis hier. Dann tauchst du auf wie so ein Nachtgespenst. Jetzt halt dich endlich an unserem Plan. Mein Plan. Wie wir vorgehen, entscheide immer noch ich. Aber warum redest du da nicht mit ihm? Wozu dieses alberne Versteckspiel? Warum? Immer wieder habe ich ihm geschrieben. Keine Antwort. Ich wollte wissen, wie es ihm geht. Was er macht. Wann wir uns sehen können. Nichts. Das weißt du doch selber ganz genau. Warum hasst er mich so? Weil du nicht für ihn da gewesen bist. Nicht an seinem ersten Schultag, nicht bei seiner ersten Kommunion. Weil dir deine Patienten immer wichtiger gewesen sind als er. Ich bin Arzt. Ich helfe Menschen, das ist mein Beruf. Ah ja? Und wo warst du denn, als deine Mutter gestorben ist? Er war noch ein Kind. Es war Nacht und er war ganz allein mit ihr. Da hätte er deine Hilfe gebraucht. Bei diesen Menschen ging es um Leben und Tod. Niemand konnte voraussehen, dass Rebecca in dieser Nacht stirbt. Ich habe richtig gehandelt. Du warst immer ein sehr guter Arzt, aber ein hundsmiserabler Vater. Dein Gesicht passt nicht zum Kleid. Mama, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich kann es doch ändern. Doch nicht das Kleid, die Hochzeit, Giuseppe, alles. Ist es wegen diesem Doktor? Nein. Naja, er hat mich geküsst.
Wo willst du denn hin? In die Küche, stecke meinen Kopf in den Gasherd. Nein, dauert zu lange. Ich mach's mit dem Küchenmesser. Hör doch auf damit. Was soll ich denn jetzt machen? Stella, du weißt, wohin dich die Liebe gebracht hat. Deine Kinder haben keinen Vater mehr. Das war doch nicht meine Schuld. Sei froh, dass du Giuseppe nicht liebst. Dann macht er dir auch keinen Kummer. Dottore! Womit kann ich Ihnen helfen? Wunderbares Haus. Konnte eine Restauration vertragen. Das ist die Adresse von meiner Firma. Wir machen alles. Restauration, Restrukturation, Abbruch. Danke. Im Moment habe ich keinen Bedarf. Na gut, dann lassen wir den Quatsch. Meine Stella hat alles gemacht, was der alte Dottore zu ihr gesagt hat. Am 13. Juli ist meine Hochzeit. Aber ich habe keine Lust, vor dem Altar alleine zu stehen. Und worauf wollen Sie hinaus? Ich habe nicht so viel Zeit. Sie müssen was für mich drehen. Sie müssen ihr sagen, dass ich der Beste für sie bin. Wenn sie mich heiratet, wird sie geheilt. Die Liebe wird sie heilen. Das hat auch der alte Dottore zu ihr gesagt. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen da weiterhelfen kann. Un momento. Dottore, mi raccomando. Mein Schicksal liegt in Ihrer Hand. Hören Sie, ich bin gestern Abend, es tut mir leid, ich bin ein Idiot. Ist das alles oder wollen Sie auch was bestellen? Nein. Auch kein Wasser für Ihre Tabletten? Seit ich Sie kenne, da habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Geht mir genau umgekehrt. Hören Sie, wollen wir nicht irgendwo hingehen? Ich lade Sie zu einem Eis ein. Wir haben auch Eis. Sie machen es mir wirklich schwer, was? Nehmen Sie mal 5 Kugeln? Ja. Eine Wundertüte. Ich hätte das früher mal gemacht. Es war als Kind immer mein Lieblingsmotiv. Bunte Eiskugeln. Malen Sie immer noch bunte Eiskugeln? Nein. Eigentlich wollte ich Malerin werden. Ich hatte auch schon meinen Studienplatz in Florenz. Und was kam dazwischen? Die Liebe kam dazwischen. Pech. Wollen wir uns hinsetzen? Gestern noch mal Ihre Akte vorgenommen. Also mein Vater hatte wirklich ein paar absurde Ideen. Sie meinen, dass die Liebe mich heilen wird? Ja. Tja, ich muss zugeben, dass die seriösen Untersuchungen nicht besonders viel gebracht haben, aber das, was er da aufgeschrieben hat, das ist wirklich ein Witz. Ah ja. Soll ich Ihnen mal was Witziges erzählen? Als ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte ich keine Anfälle. 3 Jahre lang. Was sagen Sie dazu? Ja, wenn die Liebe Sie heilt, wieso heiraten Sie diesen Italiener? Ich muss zurück ins Restaurant. Ich bin am Marktplatz. Ja, am Marktplatz. Keine Panik, ich bin schon unterwegs. Vor allem reg dich nicht auf. Was machst du überhaupt auf dem Marktplatz? Ist dir klar? Du bist tot!
Was ist los? Oh, nichts. Gar nichts. Nichts. Ich dachte, du kriegst einen Herzanfall. Hätte er mich beinahe gesehen. Ja, selber schuld. Was ist jetzt? Benzo, was machst du denn hier? Telefonieren? Was ist ein Handy? Ja, stimmt. Wollen wir ein Eis essen? Nee, danke. Ich brauche jetzt ein Eis. Frau Wismut, möchten Sie mit Hagen morgen in eine Sprechstunde kommen? Ich rede nicht mehr. Clara, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Es ist gut so. Glaubst du, dass man zu alt sein kann, um aus seinen Fehlern zu lernen? Du schon. Ich versuch's. Versprochen. Na, jetzt gib schon her, du alter Sturkopf. Aber es ist das letzte Mal. Jetzt verschwinde, Peter ist in der Praxis. Alles versucht, Herr Doktor. Wirklich alles. Aber er spricht einfach nicht. Seine Lehrer sind auch schon ganz besorgt. Genau wie ich, das können Sie sich ja vorstellen. Auch der Professor, Gott hab ihn selig, wusste sich keinen Rat. Und dabei hat er früher geredet. Er hat sich immer ganz verrückte Geschichten ausgedacht. Ich weiß noch, als wir einmal im Urlaub waren, warten Sie, ich habe ein Foto dabei. Das ist es. Ist er nicht süß? Hübsch. Und dann natürlich sein Übergewicht. Ich habe schon überlegt, ob wir da vielleicht mit Medikamenten nachhelfen können. Sie wissen schon, diese Appetitzügel, also was meinen Sie? Entschuldigung. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Vater schaut mir über die Schulter. Und ich würde gerne mal mit Hagen unter vier Augen sprechen. Wenn Sie so lange draußen warten würden. Schon auf den Nerven gehen. Du musst jetzt nichts sagen. Nick einfach, wenn du das auffindest. Die meisten Menschen, die reden einfach so viel. Mein Vater war das beste Beispiel. Schweigen zu können, ist eine Charakterstärke. Bewahr dir das, solange es geht. Und jetzt? Jetzt haben wir einen Anfang. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Kein Problem, das kriegen wir schon wieder in den Griff. Sie kommen einfach morgen noch mal vorbei. Und ich hätte eine Bitte, Sie erzählen niemandem, dass Sie bei mir waren, okay? Sie haben es auch noch keinem erzählt. Nein. Gut. Tschüss. Wiedersehen. Also schön. Nächste Bitte. Dankeschön. Schönen Tag. Tag, Herr Doktor. So, Herr Weiler, ich verschreibe Ihnen jetzt mal Ihre Pillen. Davon nehmen Sie am Tag
ganzen kleinen Kürbis. Wie hat's ihn besser? Fängt hier an der Wade, geht ins Knie, zieht sich hinauf bis im Magen, bläht sich alles, dann geht sie hinauf und dann kommt es ans Herz und dann macht es duck, 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 und dann wahnsinnige Schmerzen in den Schultern, irrsinnig, also wie Zement alles, und dann geht es hinauf in den Kopf und dann Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, wie Blitze, den ganzen Tag geht es. Gearbeitet. Soll ich dir was sagen? Ich hatte einen Mordspaß. Ha? Eins muss ich meinem Vater lassen. Seine Methoden waren gar nicht so falsch. Frau Hohhoff hat angerufen und sich nochmal für deine Behandlung bedankt. Weißt du, was das eigentliche Problem von der Frau ist? Der hat einfach zu viel Geld. Ja, der kann geholfen werden. Ich mache hier gleich nochmal einen Termin. Okay. Hallo. Und, wie wär's mit einem kleinen Spielchen? Ha? Yeah.
Ringraziamo per questa giornata particolare e per il cibo che ci ha donato. Grazie. In nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito, eh? Buon appetito. Was ist denn das? Das ist wunderbar, das ist ja ganz wunderbar. So was Schönes habe ich ja noch gar nicht gesehen. Aber Giuseppe, das ist doch... Darf ich? Das hat meine Mama gehört. Mm. Der vom Doktor. Was? Wir haben ihn fertig gemacht. Und wen haben wir denn da? Haben Karl noch mal uns mitessen, oder? Natürlich. Weiß deine Mama, dass du hier bist? Okay, du magst auch Spaghetti, oder? Vergiss es, der redet nur mit dem Doktor. Willst du ja? Spaghetti. Wissen Sie, mein Junge, es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich Sie so nenne, oder? Nein. Mir war es leider nicht vergönnt, einen Sohn zu haben. Mir auch nicht. Das kann ja noch kommen. Immerhin, Stella Gandolfi hat ja schon zwei. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Natürlich nicht. Sie wissen ja nicht, was in der Stadt geredet wird. Gut. Das wär's dann wohl. Ich an Ihrer Stelle würde mich beeilen. Ja. Jederzeit. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Hugo. Was macht das bitte befinden? Wie neugeboren, dank diesem wunderbaren jungen Mann. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, schau. Hier habe ich die Sachen. Hoppala. Oh ja. Die du haben wolltest. Sehr schön. Danke dir. Was grinst du denn schon wieder? Warte, Doktor. Guten Abend. Hallo. Ach, guten Abend. Scheint es auch wieder besser zu gehen, ne? Danke, Gott. Herr Doktor, ich muss Ihnen noch mal danken. Also diese Massage heute, mir ist sowas von gut getan. Übrigens, das ist Frau Müller und das ist Frau von Richthofen. Guten Abend, Herr Doktor. Vielleicht können Sie der Armen helfen, ihren Hexenschuss loszuwerden. 50 Jahre unverheiratet, da wundert mich gar nichts mehr. Aber Sie kriegen das schon hin, Mama. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Das ist von Herrn Weiland. Danke. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Was ist das? Auch sagen wir, ein verfrühtes Hochzeitsgeschenk. Dankeschön. Bitte. Danke. Bitte. Also dieser fabelhafte junge Mann ist ein Geschenk des Himmels. Das weiß ich auch. Die Frau, die sich die mal angelt, die kann sich glücklich schätzen. Wollte ich Sie einfach mal wieder lächeln sehen. Was fällt Ihnen ein? Was wollen Sie eigentlich? Wir werden ganz nass. Wollen Sie tanzen? Was, jetzt?
Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber es regnet. Ja und? Stella, wo bist du denn gewesen? Peter, es ist doch schon zu spät. Soll ich dir noch eine heiße Milch bringen? Nein, danke. Was liest denn da? Ich habe Mutters Akte gefunden. Die Spezialisten haben mir keine Überlebenschance gegeben. Ich verstehe nicht, wie er das akzeptieren konnte. Er war doch der beste Arzt weit und breit. Maximilian hat alles getan, was in seiner Macht stand. Wirklich, alles. Aber Rebecca wollte in Würde sterben. Zu Hause. Bei dir und deinem Vater. Warum hat er mir das nie gesagt? Du warst 10. Musstest zuschauen, wie deine Mutter stirbt. Und du hast ihm dafür die Schuld gegeben. Er überlegt sich heute noch, ob er nicht mehr hätte tun können. Wie meinst du das heute noch? Ach, Peter. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber es ist wohl nicht der richtige Augenblick. Versuch ihn zu verstehen. Dein Vater hat 2 Dinge in seinem Leben geliebt. Seine Arbeit und seine Familie. Wie, was soll das heißen? Er hat sich's anders überlegt. Morgen. Nein. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich weiß auch nicht, wann ich wiederkomme. Sagen Sie ihm, ich hab's mir anders überlegt.
Wie sehe ich aus? Na, gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen nervös. Mach dir keine Sorgen. Clara wird ihn vorbereiten. Na schön. Wenzel. Hm? Ich bin dir sehr dankbar. Schon gut. Wozu sind Freunde da? Ja, was ist? Nichts. Gehen wir. Ich kann nicht. Was? Ich habe Angst. Du? Was ist, wenn ich ihn für immer verliere? Jetzt hör mir mal gut zu, Max. Ich habe deine Beerdigung organisiert. Ich habe für dich gelogen. Ich habe Dokumente gefälscht. Ich bin in einer Woche um 5 Jahre gealtert. Du wirst jetzt darüber gehen und deinen Mann stehen. Haben wir uns verstanden? Ja. Ja. Du bist dir ganz sicher? Ja. Das ist nicht schön. Ich weiß, es ist kein sehr günstiger Moment, den er sich da ausgesucht hat, aber bitte, gib ihm eine Chance. Wem denn? Du musst jetzt stark sein, Peter. Er ist wieder da. Ja. Er ist zurückgekommen und er liebt dich. Über alles. Der Bastardo! Lassen Sie ihn, Doktor, allein! Lassen Sie ihn, Doktor! Das ist Bastardo! Lassen Sie los! Für ihn ist frei! Wofür habe ich dich eigentlich bezahlt, eh? Bestimme nicht, damit sie dich heiratet, oder? Giuseppe! Stella, mein Prinzessin! Du hast ihn bestochen. No, ma io non volevo, einfach... So, ma mi dispoi, mi è passato... Peter! Peter! Jetzt ist Schluss! Aua, tut mir weh! Wasser! Ma va fanculo, va! Oh Gott, du mir als Kind, ich hab's nicht. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Peter? Was ist denn? Moment. Peter? Was ist hier los? Was soll das? Maximilian! Oh Gott, nein. Ich kann es dir erklären, mein Gott.
So, jetzt ist es wirklich passiert. Maximilian. Wir brauchen einen Notarzt. Er ist eiskalt. Maximilian, bitte. Eiskalt, eiskalt. Mahlzeit. Transfahrt Umzüge. Was? Der ist hin. Jetzt hören Sie doch auf! Gehen Sie, gehen Sie. Ich hatte denn noch so viel zu sagen. Aber irgendwann werde ich es dir noch sagen. Und du wirst mir zuhören. Du starrischer, alter Esel. Fang endlich an zu kämpfen. Fertig? Du liebst. Und das Scheusal. Achtung, Achtung. Achtung.